More than Full Frame, das ist das Motto der Fujifilm GFX-Linie. Und diese Linie hat jetzt ein neues Familienmitglied bekommen, die neue GFX 50 S2. Es hat schon länger Gerüchte gegeben, dass bald Fuji eine neue Mittelformatkamera wird vorstellen. Und jetzt ist es endlich soweit, die neue GFX 50 S2 ist da und wir dürfen uns die erst mal ein bisschen genauer anschauen. Ja, was hat sich verändert im Vergleich zum Vorgänger? Wenn ich den hier dazu nehme, 50S, dann sieht man, optisch hat sich einiges verändert. Allerdings wird es für die Kenner des GFX-Systems nicht eine ganz grosse Überraschung sein, wie die Kamera aussieht. Sie sieht nämlich genau gleich aus wie die GFX 100S. 100-Megapixel-Variante des GFX-Systems im kompakten Gehäuse. Wenn wir uns das nochmal etwas genauer anschauen, sehen wir hier, der einzige eigentliche Unterschied ist hier die Beschriftung GFX 50 S2. Das ist noch wichtig. Fujifilm hat hier das Mark weggelassen, wie es in unserer Branche ein bisschen üblich ist. Also, es heisst nicht Mark 2, sondern GFX 50 S2. Und sonst sieht das Gehäuse genau gleich aus. Darum werde ich hier auch nicht zu gross darauf eingehen, für alle, die das interessiert. Wir haben ein Video über GFX 100S gemacht, wo wir sie auch noch ein bisschen genauer vergleichen mit der 50S vom Gehäuse her und auch mit der Vollformatkamera. Sicher wichtig für die, die es nicht kennen, die 100S, die Kamera ist nur minim grösser als eine Vollformatkamera und dementsprechend eine sehr kompakte Mittelformatkamera. In diesem Video werde ich eher ein bisschen darauf eingehen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden und was ist der Unterschied zwischen der 100S und der 50S II. Und ja, im Prinzip kann man sagen, es ist ein bisschen eine Mischung. Wir haben nämlich eigentlich die gleiche Sensortechnologie, den 51,4 Megapixel Mittelformatsensor, der bei der 50S so unglaublich beliebt ist, weil er halt einfach eine fantastische Bildqualität liefert und eben den Mittelformat-Look auch entsprechend bringt, zusammen natürlich mit den hervorragenden GF-Linsen, speziell beliebt natürlich hier die Festbrennweiten, wo man eben sehr schöne Unschärfe-Schärfe-Verlauf reinbringt und entsprechend das Mittelformat-Feeling in die Bilder reinbringt. Was halt hier oft gefehlt hat, und da haben einige geliebäugelt auch mit dem Wechsel auf die 100er, also die 100S, das ist der Bildstabilisator. Also viele haben das hier vermisst, weil man halt mit dem Mittelformat noch mal ein bisschen schneller sieht, wenn man eine leichte Bewegung im Bild hat. Dementsprechend hat man halt häufig dann auch Stativ müssen mitnehmen oder müssen dabei haben, wenn man mit der unterwegs war. Und die 100S hat natürlich dort den Vorteil gehabt, dass sie entsprechende Stabilisierung im Gehäuse eingebaut hat. Und das ist jetzt bei der 50S II auch der Fall. Es ist sogar so, dass der Stabi noch ein Mühe mehr leistet. Also man kann hier bis zu 6,5 Blenden ausgleichen, wo wir bei der 100S bis zu 6 Blenden haben. Allerdings ist das immer von der Optik abhängig. Also je nach Objektiv kann das auch eine Blende weniger sein, aber wie gesagt, in dieser Kombination maximal 6,5 Blenden. Was ist auch gleich wie der 100S? Das ist der Prozessor, der hier verbaut ist, der X-Prozessor 4, also auch die Geschwindigkeit, die interne Datenumrechnung auf das gleiche Level bringt wie bei der 100S. Das Einzige, was noch ein Unterschied ist, wo man gleich sieht wie bei der 50S1 quasi, ist bei der Autofokus-Technologie. Da haben wir einen kontrastbasierten Autofokus, wo man bei der 100S eine hybride Autofokus-Technologie hat, wo noch mal etwas schneller fokussiert. Also wer wirklich trotz Mittelformat schnelle Geschwindigkeit möchte, ist dort beim Autofokus bei der 100S noch ein bisschen besser aufgehoben. Allerdings haben wir dank einem besseren Prozessor hier noch mal ein Stückchen den schnelleren Autofokus als bei der 50S. Dann haben wir noch einen Unterschied zur 100 und 100S. Und zwar ist die Bittiefe ein bisschen weniger hoch. Dort haben wir ja 16 Bit bei der 200er und bei dieser Kamera haben wir 14 Bit und auch die Dynamic Range, also Dynamikumfang, sind wir bei 14,5 Blenden, was natürlich immer noch hervorragend ist, wo man aber bei der GFX 100S sogar auf 15,5 Blenden hochkommt. Serienbildgeschwindigkeit, ein weiterer Unterschied, da haben wir bis zu 5 Bilder bei der GFX 100S, allerdings dort bei 14 Bit und wir haben hier mit 14 Bit
3 Bilder pro Sekunde. Und wenn man jetzt bei der GFX 100S auf 16 Bit geht, ist man nachher langsamer in der Seriengeschwindigkeit als bei der GFX 50 S2. Das also ein bisschen zu den technischen Daten. Die eigentliche Revolution kommt aber eigentlich erst jetzt. Und zwar ist das der Preis. Das Gehäuse wird lediglich 3.999 Franken kosten. Fujifilm klingt also da nochmal ein Wahnsinnspreissprung. Wir haben ja schon bei der 50S quasi eine Kamera gehabt, die das Mittelformat zuerst mal so einen erschwinglicheren Bereich gebracht hat. Nachher hat man bei der 100S 10.000er-Grenze geknackt mit einem 100-Megapixel-Sensor, und zwar ein rechtes Stückchen mit 6.500 Franken fürs Gehäuse. Und jetzt haben wir hier also eine Mittelformatkamera mit 51.4-Megapixel-Auflösung mit einem IBIS, mit einem Bildstabilisator integriert für knapp 4.000 Franken. Und das ist also wirklich einmal eine Ansage, und das wird sicher Mittelformat Fotografie nochmal in einem neuen Kundenkreis zugänglich machen. Für alle, die zum Beispiel mit der APS-C-Kamera von Fujifilm unterwegs sind und allenfalls noch mit einem zusätzlichen Mittelformat-Gehäuse liebäugeln, hat man jetzt wirklich einen Preispunkt, wo man sich das überlegen kann. Oder wenn man Vollformat hat und es allenfalls auch noch auf Mittelformat wechseln oder ergänzen, ist man jetzt wirklich in einem unglaublichen Preisbereich. Die Optiken, die kommen natürlich noch dazu, und das ist klar, bei der GFX fotografieren die allermeisten mit Festbrennweiten. Dort ist man natürlich preislich dann nochmal wieder zusätzlich in einem Bereich, wo es dann doch ein bisschen einschenken kann, obwohl die GF-Linsen faire Preise haben. Wenn man jetzt aber sagt, man möchte einsteigen und noch nicht allzu viel Geld ausgeben, gibt es noch weitere gute Nachrichten. Und zwar bringt Fujifilm auch noch ein neues Zoom, ein 35 bis 70 mm, wo ein bisschen später als Kamera wird erhältlich sein, aber dann wird es dann auch ein Kit geben, und das zu lediglich rund 4.500 Franken. Der Preispunkt ist jetzt da bei der Aufzeichnung vom Video noch nicht ganz klar gewesen. Wir schreiben es aber noch unten rein. Und in diesem Preisbereich ist man sicher auch mit einem sehr preiswerten Set schon sehr, sehr gut bedient und hat mal eine gute Linse als Einstieg und kann es dann entsprechend auch noch mit der einen oder anderen Festbrennweite ergänzen. Ja, uns freut das sehr, dass wir hier eine Kamera in dieser Art mit dem beliebten 51.4-Megapixel-Sensor von Fujifilm in einem so kompakten Gehäuse in der Hand haben. Und wir sind überzeugt, dass das gerade vor allem auch natürlich bei Leuten, die gerne Landschaften, gerne Outdoor fotografieren, wahnsinnig Anklang wird finden. Ab sofort nehmen wir natürlich auch Bestellungen entgegen. Und für alle, die sich selber noch möchten, ein genaueres Bild von dieser Kamera machen, wir werden sie selbstverständlich auch wieder bei uns im Rent haben, dass man sie selber ausgiebig auch testen kann. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.